habe ja im Farmers noch kennengelernt, da sangen sie noch Englisch. Alles sehr finster. So, naja, es wurden halt immer so die großen Giganten herangezogen, wie Nick Cave und alle üblichen Verdächtigen. Und das war da schon auch zu erkennen, die Parallelen. Kommst du bei mir mit deinem offenen Vorstadtgesicht? Schleifst mich zum Rande der Stadt, wo es die Müllmöwe treibt oder nicht? Und dort am Ende des Lichts. Für den Großteil meines Lebens gab's Infamous gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie ich ohne sie ausgekommen bin. Jedenfalls bin ich ohne sie ausgekommen, bis mir jemand am anderen Ende der Welt eine EP in die Hand drückte und sagte, Herr Wenders, die kennen Sie bestimmt nicht. Für mich wurde das eigentlich erst interessant, als der eine Gitarrist ausgestiegen ist und die Band auf einmal einen neuen Sound finden musste. Da fand ich das sehr interessant, was dann da passierte. Weil das schon eine ziemlich zentrale Figur war, die da weggebrochen ist. Und haben sie sich wirklich aufgemacht und haben was Neues geschaffen. Und ab da war Infamous für mich nicht mehr vergleichbar. Da gab es zwar immer noch Sachen, die man natürlich immer in anderen Bands findet, Parallelen, aber es war was Neues, es war irgendwas anderes. Eigentlich bin ich gar kein Instrumentalist, also all die Dinge, die ich bediene ich, damit der Song funktioniert, und sind auch meistens auch nur einzeln gelernt. Also es ist eher auch das in erster Linie eigentlich Ausdruck, dass ihr fühlt zu dem Lied. Ich bediene hier so ein bisschen den Percussion-Kram, hier diese Sägeblätter und dieses Percussion-Set. Dann gibt es hier hinten noch so ein paar Röhrenglocken. Bin ich bei Infamous, spiele Gitarre, singe im Background und habe dann zwischenzeitlich auch mal Bass und andere Instrumente zur Hand genommen. Augenblicklich bin ich wieder hauptberuflich an der Gitarre tätig. Ich bin ja der Neue in der Band, ich bin ja noch nicht mal ein Jahr dabei und erst jetzt kommen wir da enger zusammen, ja, aber privat haben wir eigentlich nichts zusammen, also ich und Peter. Wir sind schon freundschaftlich verbunden und machen das ein oder andere miteinander. Also wir gehen mal zum Konzert, zur Party, was weiß ich. Treffen uns mal auf ein Bier, ganz klar. Oder Familien treffen sich mal. Also wir kennen unsere Kinder, die kennen sich auch. So, man sieht sich mal, also man feiert mal einen Geburtstag zusammen oder trifft sich zum Konzert oder geht mal ins Kino zusammen, aber ist jetzt nicht, dass man sich außerhalb der Band ständig sehen würde. Allerdings sehen wir uns ja auch einmal die Woche mindestens zur Probe. Wir gehen noch nicht als Band, aber so einzeln miteinander weg. Aber manchmal streitet man sich auch gerade über Musik, und wenn man zusammen Musik macht, und dann redet man gar nicht außerhalb des Probenraums miteinander. Und eigentlich ist es aber sehr freundschaftlich. Trainee gehe ich mal öfter mal zu Union. Sowas machen wir. Ja, also wir sehen uns nicht so häufig, aber wenn wir uns sehen, ist es sehr familiär. Also sehr, sehr schöner Austausch. Infamous kannte ich nicht. Habe ich dann auch erst viel später gehört. Monate später zu Hause. Weil wie soll man eine
Vinylplatte unterwegs hören. Und dann war das eine kleine EP, die hieß Underground. Und die war ziemlich gut, muss ich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, ja komisch, dass ich die noch nicht kannte. Was gibt's denn sonst noch von denen? Und in den Plattenladen kannten die die nicht. Aber auf der EP stand Gott sei Dank eine E-Mail-Adresse. Da habe ich da hingeschrieben, was gibt es denn sonst noch alles? Und dann habe ich eine Liste bekommen von CDs, LPs und dann habe ich alles bestellt, weil ich dachte, wenn schon, wenn schon. Und dann habe ich mich da durchgehört. Und seitdem gibt es Infamous für mich als ziemlich einmalige deutsche Band mit einem ziemlich einmaligen Sound und einem ziemlich einmaligen Sänger und ziemlich einmaligen Texten. Ganz großes Kino, sozusagen. Und irgendwann habe ich sie auch getroffen. War ja nicht so weit weg, war ja Berliner, so wie Ecke. Und dann habe ich sie auch mal live gesehen. Lampenfieber vorm Konzert, ganz schlimm. Und wenn man dann auf der Bühne ist und spielt, dann und man kommt ins Konzert rein, was nicht immer der Fall ist, dann ist man eigentlich nur noch in der Musik und bei den Kollegen sozusagen. Dann ist es ein gutes Gefühl zu spielen. Ich bin vorher ziemlich aufgeregt, renne auch dauernd auf die Toilette. Und habe meistens Bauchschmerzen vor dem Konzert. Und sobald ich auf der Bühne stehe und so die ersten Töne gespielt habe, ist alles weg. Das ist vielleicht während dieser Konzentrationsphase ist es sicherlich ein bisschen Angst. Und das wird dann abgelöst durch Aufregung und Freude. Und noch mehr Freude und große Erleichterung und Spaß, wenn es dann dem Ende entgegengeht. Also sehr, sehr vergleichbar mit der Beziehung eines Musikers. Also ich kenne die Songs sehr gut, dadurch, dass ich auch die Studiosachen mache, komme ich natürlich auch immer in den Genuss, die Songs hunderte Male zu hören und kann im Prinzip alles mitspielen. Okay, noch mehr ist da. Also für mich, das ist hier noch ein bisschen was anderes. Infamous sind ja ganz lässig. Sind ja auch alle berufstätig, haben auch einen anderen Job. Und sind ja auch nicht verwöhnt worden von der Musikindustrie, kann man ja nicht sagen. Deswegen war mit denen zusammenzuarbeiten eigentlich nicht viel anders, als mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich meine Filme gemacht habe. Die waren irrsinnig nett, irrsinnig umgänglich, freundlich, Spaß gemacht. Die hatten keine Starallüre oder irgendwas. Das ist ihnen im Lauf ihrer musikalischen Karriere alles vergangen. Die sind einfach nur ganz normale, tolle Typen. Das ist ein Club, der vorher
das weiß. Ist alles sauber, Bäume sind dabei. Dadurch, dass ich es meistens nicht mal kontrollieren kann, ist das wenigste Inszenierung. Also das meiste ist doch schon, also wird entweder dadurch geprägt, was man zu tun hat, also wie viele Instrumente man zu spielen hat oder welches Instrument man wann zu bedienen hat. Also durch den ganz normalen Bühnenstress und wo man innerhalb der Musik steht. Und die Emotionen zu kontrollieren, dazu bin ich leider nicht in der Lage, ich bin ja kein Schauspieler. Also man wird irgendwann wird man immer weniger, also ich zumindest, ich werde immer weniger zur Bühnenperson, sondern bin bestrebt, nichts mehr zu schauspielen. Also die Dinge, die ich da sage, singe und tue, auch durchaus überall anders vertreten zu können. Also auch im Leben. Bühne stehe, dann bin ich doch konzentriert an meinem Instrument und auch mit dem Ohr zu den Bandmitgliedern, dass wir da eine gute Performance abliefern können, und dadurch stehe ich natürlich unter einer gewissen anderen Anspannung, als wenn ich mich jetzt im Proberaum befinde oder so. Kann man eigentlich beschreiben. So komplett ändert sich da die Persönlichkeit jetzt nicht. Ich hoffe, wir kriegen zusammen die Stücke so hin, dass sie richtig schwingen. Fürs Publikum und für uns natürlich auch. Und dann stellt sich so eine innere Ruhe und Befriedigung ein, das ist sehr gut. Deswegen trommel ich eigentlich auch. Das ist der Grund, warum ich Musik mache. Für dieses Gefühl eigentlich. So sieht's aus. Aufregung ist eher so für mich allein, und die ist ja auch relativ weg, wenn wir anfangen zu spielen. Das ist die gar nicht mehr so da. Da ist dann so, das ist dann eher so sehr konzentriert auf das, was ich dann mache. Ich meine, Thomas ist jetzt relativ frisch drin und der steht in den Konzerten meistens neben mir. Es gibt viele Lieder, wo ich dann zum Beispiel mich zwischendurch zu ihm umdrehe, um ihm noch zu zeigen, wann jetzt irgendwo ein Akkordwechsel kommt. Interaktion, auch da kann man ja Kraft beziehen, ja, aus dem, der neben einem steht und letztlich dasselbe macht, ja. Also zusammenhängt. Auch da wieder, wenn Leute da sind, die einem zuhören, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Dann auch da kommt ja im Idealfall positive Reaktionen von den Leuten vor der Bühne, und das löst dann Freude aus, und dann ist man wieder bei der Energie, ja, es gibt ja dann auch Energie. What I said, Kelly, I'm on the road, I'm pretty safe, babe. Oh, I saw it in life, babe. It's a tuna high, oh, it's out of my chin, oh, babe. Just for your grace, babe, I am super fucking in the value of time. Manchmal ist es pure Freude und großes Gänsehautgefühl, und das sind die wunderbaren Augenblicke, die man vielleicht ein- oder zweimal, wenn es gut läuft, pro Konzert hat. Also wo man ganz erfüllt ist von dem, was man da zusammen macht. Also wo jeder Ton sitzt und alles funktioniert, und dann ist man wirklich eins. Also ist dieser ganze, sind diese ganzen fünf Menschen, die da zusammen Musik machen, und sogar noch der möglicherweise am Mischpult, sind dann einfach in diesem Augenblick eins. Also sind in der Lage, einen konzentrierten
Strahl auszusenden in die Welt oder an wen auch immer. Da ist es auch egal, ob zwei oder drei oder einer oder 5000 zuhören. Es ist einfach, geht um diesen konkreten Augenblick. Und manchmal ist es natürlich auch so, wenn man der Meinung ist, der Benno spielt zu langsam oder Maren spielt falsch oder Peter hat jetzt einen Fehler gemacht und man ist nur darauf konzentriert, irgendwie den Ablauf des Songs im Kopf zu haben und ob alles funktioniert, das ist dann meistens nicht so schön. Also es gibt aber beide Welten. Der Sound ist ziemlich frei von dem Nachgehechel nach irgendwelchen Hits, nach Mainstream. Das wird eigentlich so völlig außer Acht gelassen. Und das herausstechendste Merkmal, finde ich, ist, dass sie es schaffen, so eine mentale Intensität zu schaffen, die gar nicht hergestellt wird über wahnsinnige Instrumentenbeherrschung, komplizierteste Arrangements und halt überhaupt komplizierte Sachen, sondern mit teilweise sehr, sehr einfachen Mitteln einfach eine Intensität aufgebaut wird und die Songs eine Dramaturgie haben. Dass sie einfach intensiver werden und irgendwie zwingend werden. Das finde ich mit prägnantesten dafür. Und das wäre alles gemacht, nicht mit irgendwelchen fetten Metal-Gitarren oder irgendwelchen Sachen, wo man jetzt meint, man muss jetzt quasi den super dicken Sound machen, sondern sie schaffen es irgendwie einfach durch das Spielen. Das finde ich echt, das wundert mich auch teilweise. Wenn ich an dem Mischpult stehe, bin ich immer wieder auch verwundert oder beziehungsweise auch eben erfreut, was da kommt. Und wir sind im Fall so doof. Weiter oben ist eine Luft, für mich reicht, erzählt mir einer, der kommt gerade von dort. Das ist, glaube ich, das, was es ist. Und ja, es gibt wenig Vergleichbares mittlerweile. Also so, es ist einfach besonders. Es ist einfach besonders und dann darf man die Texte halt nicht vergessen, die ja auch diesen Sog haben, diesen inhaltlichen Sog, in die man sich einfach reinfallen lassen, wo man Bilder, intensivste Bilder geschenkt bekommt. Das ist, glaube ich, die Mixtur, die es macht. Erstmal bin ich total froh, wie es im letzten Jahr gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, das war schon mal irgendwie ein großer Schritt, auch in Richtung Öffentlichkeit. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es schön ist, wenn man da noch mehr bemerkt wird. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es mit Infamous weiter, dass wir da weiter unseren Weg gehen können, wie wir das bisher schon gemacht haben, so unabhängig von irgendwelchen Fremdsteuerungen, also immer selbstbestimmt. Und das ist eigentlich das größte Plus an der Band Infamous, dass wir jetzt nicht die Notwendigkeit haben, uns da durch irgendwelche Zwänge von großen Major-Plattenfirmen in eine Ecke drängen zu lassen, in die wir nicht wollen. Also das heißt, wir können die Musik machen, die uns gefällt. Da haben auch alle Bandmitglieder dann ihren Spaß. Und man bringt ein Werk zur Aufführung, hinter dem man dann auch 100%ig stehen kann. Ich wünsche mir, dass die Band noch lange zusammenbleibt und dass wir vor allen Dingen immer mal wieder richtig gute Stücke erfinden. Das ist das Wichtigste. Ganz viele schöne Lieder und Platten und sowas mit Infamous. Also es ist wirklich Musik, die ich einfach total gern habe. Ich würde ein größeres Podium natürlich, das will, glaube ich, jede Band, das will jeder, der irgendwie sowas macht, aber ich würde es dieser Band einfach wirklich wünschen, weil ich denke, dass das Sachen sind, die wirklich für Menschen, also wo man was mitnehmen kann, also wo man wirklich auch
Unterhaltung mit Anspruch hat und nicht diesen flachen, vergängliche Unterhaltung, sondern es sind einfach intensive Sachen. Und deshalb ist das natürlich nicht so Mainstream. Es ist auch nicht so einfach, sich ein Konzert von Infamous anzuhören. Es gibt natürlich, also ich sag jetzt mal, ist jetzt gemein, er möge mir verzeihen, aber Scooter ist einfacher. Und deshalb wird, glaube ich, diese Band nie diesen riesen Mainstream, da wird die Band nie ankommen. Aber dass die Band sich auf ihre Arbeit konzentrieren kann, musikalisch, und da ein bisschen freier ist, mit Geld operieren kann, ein wenig, also einfach freier ist, das würde ich mir für die Band wünschen. Das finde ich schon gut. Ich glaube, das wäre schön, wenn wir das ein bisschen weitermachen können, und irgendwie hoffe ich, dass die Band auch wieder eine neue Platte macht und wir das dann wieder zusammen machen. Und irgendwie denke ich auch, gibt es ja schon wirklich lange, wir haben ja wirklich schon schöne Sachen gemacht. Und viele von den alten Sachen sind natürlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Irgendwie machen wir auch nochmal so eine Art Best-of, damit ein paar von den alten Sachen, die sie ja live hin und wieder noch spielen, auch nochmal rauskommen. Also, gucken. Schauen, was die Band, wie das jetzt so abgeht. Und seit sage und schreibe 1987 mit einer Band verheiratet bin, nämlich mit Infamous.